Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Cyber Psycho und ich bin am Start mit dem nächsten Video zu The Quarry. Im letzten Video ging es darum, dass wir mit Emma auf dieser Insel sind und ein, ja, kleines Spielchen mit einem dieser Wesen hatten. Wie es damit weitergeht und vor allem, was jetzt auch Dylan, Caitlin, Nick, Abby und Ryan in der Lodge so ja, zu besprechen haben und zu finden haben, seht in diesem Video. Hackett's Quarry, Lodge. Wir spielen Dylan. Ruhig. Ich hab es erst okay. Hast du Schmerzen? Nee, sorry, nur. Ich bin echt hungrig. Wir geben dir was im Haus, okay? Ja, okay. Komm schon. Oh Mann, ich hab so Hunger. Ich weiß nicht, was sie alles so da haben. Vielleicht noch Granola? Ich hasse Granola. Die Kraft. Also ganz ehrlich, er soll sich nicht beschweren. Er war fast tot noch und jetzt geht's ihm gut. Jetzt kann er laufen. Jetzt hat er nicht mal mit Blut und keine Wunden. So. Hallo? Oder denke nur ich, dass das seltsam ist. Das öffnet die Krankenstation. Sollte reichlich Zeug drin sein. Na, hoffentlich können wir ihn da erstmal versorgen. Ich hol dir was zu essen. Essen wäre jetzt geil. Du und ich werden ein Telefon suchen. Oh, ja, ist da nicht eins in Mr. H's Office? Yep. Wir kommen zu euch. Kapiert! Okay, wir haben jetzt die Wahl. Ob wir optimistisch sind, ich hoffe, sie sind okay oder vorsichtig, denkst du, hat ihre Fährte aufgenommen. Wir sind optimistisch, weil, to be honest, wahrscheinlich hat es die Fährte, aber, wobei, dann wäre es schon am Lagerplatz, dann wären wir gar nicht erst dahin gekommen, wenn das Viech wirklich noch hinter denen her ist. Wir sind optimistisch. Ich hoffe wirklich, sie sind okay. Denkst du, was noch in der Krankenstation übrig ist, reicht? Caitlin weiß, was sie tut. Wirklich? Ich meine, sie war nicht mal für die Krankenstation eingeplant diesen Sommer. Sie ist nur eingesprungen, weil eine andere ausfiel. Ist besser als gar nichts. Komm schon, wir brauchen Verstärkung. Verstärkung? Seltsam, aber dieser Ort wirkt so tot. Du warst nie nachts hier, wenn das Camp stattfand? Was? Nein, warst du? Kam mal vor, ja. Oh nein, hör auf mit dem Scheiß. Wo gehst du hin? Ich glaube, ich höre meinen Namen. Ich habe nichts gehört. Oh oh, er wurde ja schon mal angerufen. Oder hat schon mal die Stimme gehört. Telefon. Mr. H's Büro. Ich denke, Nicks Wunden sind nicht so schlimm wie gedacht. Wieso sollten wir jetzt paranoid werden? Wir sind hoffnungsvoll. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das ist jetzt auch gerade wichtig in so einer Ausnahmesituation, in der einer verwundet ist, eine komplett traumatisiert, die Gruppe aufgesplittet, alle. Whatever. Da sollte man schon die Hoffnung und vor allem auch die Ruhe bewahren. Deswegen hoffnungsvoll. Oh, das ist gut. Ja. So, was nun? Klingt sehr hoffnungsvoll. Wir brauchen jetzt Hilfe. Wo rufe ich an? Mr. H? Hab nur die Nummer von diesem Telefon. Okay, dann 91.1. Du meinst 911? Wer sagt 911? Ich weiß nicht, ich... Scheißegal, Mann. Aber, wonach soll ich fragen? Polizei? Nach einem Arzt? Er ist doch der Klugscheißer. Ryan ist doch das Superhirn der Klugscheißer oder whatever. Dylan ist doch eigentlich nur der Radio-Dude, also... Wir sind entschlossen, na, Polizei rufen. Ja... Theoretisch wäre ein Krankenwagen wahrscheinlich besser wegen Nick, aber Polizei mit den Knarren gegen die Viecher besser. Wir sind entschlossen. Cops? Ja, mach keinen Scheiß. Sie sagen so, Notfallzentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Und dann ich so, Hilfe, meine Freunde wurden angegriffen, ein Bär oder auch kein Bär, doch definitiv ein Tier mit Zähnen. Und wir wissen nicht, wie viele es gibt oder wie schlau sie sind, also könnten sie... gerade planen, uns anzugreifen und wir brauchen dringend Unterstützung. Ja, das ist gut.
Ich wollte es auch gerade sagen. Okay. Notfallzentrale. Was ist los? Tot. Es war doch klar, oder? Tatsächlich ein Farmhaus mitten im Wald. Klar, dass die Leitung in den Arsch geht, weil da irgendein Psychokiller ist. Wobei in dem Fall wahrscheinlich ein Monster. Ein Psychokiller, aber... Das war doch klar, oder? Tauscht komisch, oder wenn hast du aufgelegt? Ja, natürlich hat er aufgelegt. Wir sind misstrauisch. Also ganz dumm sind wir jetzt auch nicht. Wirklich komisch. Leitungsausfälle. Kommt halt vor. Genau dann, wenn du die Cops rufst? Das ist reiner Zufall. Hast du versucht aufzulegen? Was? Hier. Was machst du denn da? Keine Ahnung, das machen sie in Filmen, wenn es nicht mehr tutet. Du tippst auf dieses kleine Ding hier. Wir sind hier nicht im Film. Okay, gut. Nur, woher weißt du das? Möglich, dass sie wollen, dass du das denkst, Mann. Okay, so viel zum Telefon. Niemand hat Empfang. Ist sonst noch irgendwo im Camp ein Festnetzanschluss? Nicht so direkt. Was? Der Radioschuppen hat alte Funkausrüstung. Wo du deine Ansagen machst? Wo ich meine coolen Sommertracks mische, ja. Und wo ich die Durchsagen mache. Es gibt dort alte Geräte. Ich denke, wir könnten vielleicht was basteln und einen Notruf senden. Okay, ja. Lass uns schauen, ob wir jemanden kontaktieren können. Leg das weg, Dylan. Ich erinnere mich gerade wieder an eine Stelle, die wir im Stream hatten. Die kommt jetzt hier bald. Ich werde versuchen, mal so einen leichten anderen Weg zu gehen. Deswegen bin ich gespannt, ob ich das verhindern kann. Oder ob ich es nicht sogar noch schlimmer mache. Da bin ich dran drauf. Dann wir müssen hier mal aggressiv. Du musst verrückt sein oder ruhig. Ich lege es zurück, wenn wir gerettet sind. Wir versuchen es mit der Ruhe. Ich lege es zurück, wenn wir gerettet und in Sicherheit sind. Okay, sei vorsichtig. Ist schon gut. So, wir sind nicht verkehrt, dass wir noch eine Waffe haben. Es liegt wohl am Wetter. Was für Wetter, Ryan? Bestimmt waren es die Bären. Bären. Und wieso sind Bären an allem schuld? Okay. Also das ist dein Argument. Was, wenn der Bär, der die Leitung gekappt und den Strom abgestellt hat, was, wenn dieser Bär draußen im Flur auf uns wartet? Verflext. Siehst du? Dann haben wir ein kleines Problem, ja. Wir sollten besser Caitlin verraten, was wir vorhaben. Sie schiebt sicher Panik. Ja, okay, ja. Los geht's. Oh Gott. Ja, wir bringen die am besten zu Caitlin. Ja, es hat jetzt nicht ganz so Panik gemacht. Oh, er sieht ein bisschen genervt aus. Defensiv. Braucht sie nicht, oder? Aggressiv. Gib ihr die Waffe. Achso, aggressiv, dass Ryan ihr die Waffe geben soll, nicht Dylan. Kein Unterschied. Wir sind defensiv. Versuchen wir es mal. Die braucht sie doch nicht wirklich, oder? Sie braucht sie genauso sehr wie wir. Sie ist jetzt in der Lodge. Wir gehen da gleich eh hin. Du hast doch eben selbst gesagt, da könnte was Gefährliches sein in der Lodge. Wann? Sind die nicht in der Lodge? 20 Sekunden her. Okay, sicher. Aber das war nur, weil ich endlich eine Waffe wollte. Jetzt gib ihr das Ding, Mann. Okay, leicht aggro. Ich frag mich halt, ob das einen Unterschied macht. Wenn wir jetzt die Waffe behalten, dann haben wir ja zwei. Damit wahrscheinlich Ryan die eine Waffe für Caitlin geben. Macht das einen Unterschied? Wenn das besser ist. Wobei, die Waffe war von Mr. H. Die andere, die wir gefunden haben, die war irgendwo im Lager. Eine normale Jagdwaffe wahrscheinlich. Wir behalten die Waffe. Soll Ryan doch die Waffe geben? Nein. Fick dich, ich behalte sie. Mach, kommen die Jäger zurück, sitzt sie hier auf dem Präsentierteller. Du denkst nur an dein eigenes Wohl. Ist kein guter Move. Nein, ich bin vorsichtig. Ich kann's nicht fassen, wie du so ein Arsch sein kannst. Also, du sagst mir nicht, was ich tun muss, Mann, okay? Echt sorry, aber das wird nicht passieren. Wovon reden wir da überhaupt? Jetzt gib ihr die Waffe. Wir brauchen sie nicht, wir haben schon eine. Fuck!
Hauptsache, er rastet komplett aus. Dann soll er doch seine Waffe ihr geben. Frustriert, bist du fertig? Oder abweisen? Gib ihr deine. Gib ihr deine, ist meine Rede, ist meine Meinung. Du, wieso gibst du ihr nicht deine? Ich kann's nicht fassen, du bist so ein Arschloch. Nein, und damit basta. Ist das dein Ernst? Ist das ein Streit wert? Nein, nicht mit deinem Argument. Oh, okay, nur weil du jetzt gewinnen willst. Nicht cool, Mann, nicht cool. Er mag die Seite mir überhaupt nicht. Aber ich mag ihre Seite. Kannst du gar welche? Vorne, hinten, rechts, links. Ich frage mich halt, ob es Unterschiede gibt zwischen dem Waffen. Der eine ist vom Stage, die andere ist einfach aus dem Lager. Kopf hoch, Großer. Ich wüsste nicht, was ich damit tun soll, okay? Ich vertraue dir. Oh, danke schön, Dylan. Du bist so großzügig und stattlich. Ja, kein Problem, mache ich doch gern. Also ich schätze mal, dass jetzt Ryan ihr die Waffe gegeben hat und nicht Dylan. Dylan hat ja gerade Ryan die Waffe gegeben. Bin gespannt, ob das einen Unterschied macht. Gas, Mädel. Das wird eng. Ah, das wird lieber laut. Ah. Langsam und leise oder schnell und laut. Versuchen es mal mit schnell. Einfach nur schnell weg da. Weil das Viech braucht seine Zeit, bis es durch die ganzen Ebenen durchbricht. Da ist egal, wie laut oder leise sind. Versuchen wir es mal. Okay, doch lauter als gedacht. Oh. Ja, lauf und springen. Wir springen. Komm schon. Du kannst es. Aber auch nur, weil ich Quicktime-Events übernehme. Sie hat es geschafft. Es ist gar nicht laut. Jetzt geschafft. Wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft. Wir. Na super. Wir sind wieder bei der Amma. Ich habe sie schon fast vermisst. Oh, schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ach, gleichfalls. Ist es wieder soweit? Ich hatte Sehnsucht. Kraft. Sieh an. Jack. Die Kraft kann überraschen. Nicht jeder weiß, was in ihm steckt. Dass man Zugang zu bisher ungeahnten Energien haben kann. Es wirken vielerlei Kräfte in uns allen. Und was die eine Hand uns gibt, das könnte die andere uns auch wieder wegnehmen. Was ergibt Sinn? Bei wem noch eine Karte? Magier. Der Magier? Das Undenkbare, das Unergründliche, das Mystische, Sensationelle. Wahrnehmungsmanipulation. Das Werk eines Magiers gerade noch hier, schon wieder fort. Blinzle lieber nicht. Mach ich nicht. Du willst doch nichts verpassen. Nö. Wie immer gibt es mehr zu sehen. Und wie immer entscheidest du. Willst du noch was sehen mit mir? Ja, von dir war... Warte, es geht in die falsche Richtung. War das nicht gemeint? So aus. Oh. Sei weise. Ich würde den Magier nehmen. Ich glaube, die Kraft hat mir beim letzten Mal, was wir da gesehen haben, ist nicht eingetroffen. Das könnte jetzt dann kommen, somit passt das eigentlich ganz gut. Nimm den Magier, weil das bedeutet mit Manipulation oder sowas, dass vielleicht irgendjemand ein falsches Spielchen treibt und die anderen
nur, ja, eben manipuliert. Bin gespannt. Kettensäge. Dylan, Ryan und die Kettensäge. Ja, moin. Du verabschiedest dich also. Denk an Folgendes. Vergiss nie, wer deine Freunde sind. Die Menschen, die auf dich Acht geben. Pff. Das war's mit dem Video und ich bin ganz froh, dass wir neben rausgekommen sind. Es war relativ close. So viel kann ich euch sagen, denn auch hier gab es einen anderen Weg im Stream als im Video. Und wir hatten uns eine Karte angeschaut, und zwar die Karte vom Turm. Und dort haben wir die Seilrutsche gesehen. Was bedeutet, hätten wir da falsch gehandelt oder die Quicktime-Events nicht hinbekommen, hätte es den Tod zur Folge gehabt. Finde ich auf jeden Fall interessant. Wir haben das gut hinbekommen. Ich wünsche euch jetzt aber noch eine gute Nacht. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.